So, hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial auf dem Kanal Trulix Medias und heute zeige ich euch, wie man mehrere Minecraft-Versionen auf dem PC installieren kann und diese auch spielen kann und man nicht immer Dateien ersetzen muss und so weiter jedes Mal. Ja, wozu ist das gut? Einerseits, wie gesagt, man muss die Dateien nicht ersetzen und so weiter. Andererseits muss man denn zum Beispiel, wenn man auf einem bestimmten Server Gast ist oder Standardspieler dort ist, oder Stammspieler, wie man auch sagen könnte, dann sind die Server manchmal nicht geupdatet, beziehungsweise warten darauf, bis Plugins nachgeupdatet werden, also wenn ein neues Update rauskommt. Und so könnt ihr halt einen Ordner haben oder ein Minecraft haben, wo ihr die aktuellste Version habt, ein Minecraft haben, wo ihr halt für ein Minecraft für den Server, oder wenn ihr viel mit Mods experimentiert, dann könnt ihr auch ganz viele Minecraft haben für Mods jeglicher Art, weil ja viele Mods nicht miteinander kompatibel sind. Ja, ich zeige jetzt, wie das geht. Und zwar ist unten in der Beschreibung ein Link, dort geht ihr rauf. Und dann kommt ihr zum Minecraft-Forum.net und zu diesem Thread hier. Und zwar nennt sich das Programm Anycraft. Zum Aufnahmezeitpunkt ist das hier, Entschuldigung, in der Version 6. Das Gute an Anycraft ist, dass es für alle drei Hauptsysteme verfügbar ist, für Windows, für macOS und für Linux. Das heißt, unter Windows führt man eine BAT-Datei aus und der Linux eine SH-Datei. Und ich glaube, unter macOS kann auch SH-Dateien ausführen, bin mir nicht ganz sicher. Und für alle Systeme eine JA-Datei, die bei mir aber irgendwo im Moment irgendwie nicht funktioniert, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Auf jeden Fall solltet ihr den Thread euch kurz anschauen. Dort steht nochmal alles. So, und was wir dann machen, wir gehen auf Download for all Minecraft Versionen, Dropbox. So, dann kommen wir zu einer AdFly-Seite. Dort warten wir kurz. Ich würde euch empfehlen, auf AdFly die Werbung auszustellen. Also Werbeblocker hier, Disable on AdFly. Weil es ja die Leute unterstützen soll und so weiter. So, Skip Ad. Und dann kommen wir gleich zu einem Download-Dialog. So, den seht ihr hier. Den packe ich mir jetzt mal einfach auf den Desktop. So, Desktop. Okay. Wenn ich das auf dem Desktop habe, dann sieht das so aus. Wartet, ich ziehe euch das mal eben hier hin. Dann haben wir eine ZIP-Datei. Die entpacken wir entweder mit dem normalen Minecraft, mit dem normalen Windows-Programm dafür, was schon vorinstalliert ist, oder mit 7-Zip oder mit WinRAR. Ich habe jetzt 7-Zip. Dann gehe ich einfach, gucke ich mal, ob das ein Ordner ist. Genau. So, also gehe ich auf hier entpacken. So, dann müsste das gleich entpackt sein. Hier ist es schon. So, was wir jetzt, wenn wir da reingehen, dann sehen wir Folgendes. Wir sehen einmal die ausführbare Datei, also die BAT-Datei, dann gehen wir die JA-Datei, dann die Properties und die SH-Datei. Ja, in den Properties, wenn wir da rauf, Doppelklick drauf machen und mit dem Editor oder mit irgendeinem anderen Textverarbeitungsprogramm öffnen, können wir hier ein paar Sachen einstellen. Zum Beispiel die Konsole können wir ausstellen. Ich habe sie jetzt auf False, weil es nicht so wichtig ist. So, was jetzt wir machen, je nachdem, was für ein System wir gerade haben. Unter Windows würde ich die BAT-Datei empfehlen. Ja, die JA-Datei ist ja systemunabhängig und die SH-Datei halt unter macOS und Linux, wenn das richtig ist. Also ich führe jetzt einfach mal die BAT-Datei raus. Dann öffnet hier die Konsole kurz, was ihr nicht gesehen habt, und dann der Minecraft-Starter. So, wenn wir das jetzt geöffnet haben, dann sehen wir gleich, dass der Minecraft-Ordner sich erstellt hat. Wenn wir uns jetzt einloggen, mache ich mal eben, wird der Minecraft-Ordner halt gefüllt und Minecraft installiert sich. So, das braucht ihr natürlich nicht, könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Bevor ihr denn zum Beispiel ein Update macht von einer Minecraft zu einer anderen, dann könnt ihr halt euch den Ordner nehmen. Also ich zeige euch das mal an einem Beispiel, wartet kurz. Hier, dann seht ihr hier, das ist mein Roaming-Ordner, wo die ganzen Minecraft-Versionen so drin sind. Haben hier zum Beispiel, das ist der aktuelle Ordner. Wenn jetzt zum Beispiel 1.8 rauskommen würde, dann würde ich mir den kompletten Ordner hier nehmen, kopieren, also alles was da drin ist. Dann würde ich auf in das Verzeichnis gehen, wo ich Anycraft 6 drin habe. Dann würde ich Minecraft nehmen, alles rauslöschen und da rein kopieren. Dann nehme ich den Starter und ich kann alles starten. Optional kann man dann natürlich auch noch eine Verknüpfung auf dem Desktop machen, damit das Ganze etwas schöner aussieht. Beziehungsweise man dort schneller hinkommt. Anycraft kann man überall platzieren, was ziemlich cool ist. Und so kann man zum Beispiel auch Minecraft in den Programmordner reinpacken, falls das manche lieber mögen.
Man kann auch noch das Icon ändern, wenn man auf Eigenschaften geht und auf anderes Symbol geht. Man kann auch, man muss dann halt ein Symbol laden. Ja, das war's eigentlich. Minecraft startet auch ganz normal, jetzt in der aktuellen Version zum Aufnahmezeitpunkt 1.7.3. Ja, das war's. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir einen Daumen runter, ist mir egal. Ja, das soll es gewesen sein. Bleibt so, wie ihr seid, macht was ihr wollt. Euer Franz zockt. Quatsch, ich heiße Strublix Mills auf diesem Kanal. Ja, haut rein!